Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen bei euch in der warmen Stube, weil bei uns ist es alles andere als warm. Wir erleben hier oben in Schwedisch-Lappland gerade ein absolutes Rekordjahr oder sozusagen Rekordwinter, denn wir haben heute, ihr habt es vielleicht in den Nachrichten schon gesehen, minus 36 Grad. Und die messen wir auch am Haus und entsprechend wollten wir euch mal mitnehmen und zeigen, mit was wir hier oben aktuell gerade allem kämpfen, weil das sind schon Extremtemperaturen. Absolut. Für Mensch, Maschine, für Tier, für die Natur. Es ist alles von A bis Z extrem. Und ja, wir sind mega dankbar, dass wir das erleben dürfen, denn es ist absolut einzigartig, aber auch nicht ganz so einfach. Lass uns loslegen. Wir reden über die Probleme, über uns selber, über die Ängste und natürlich, wie sich das Ganze verhält. Los geht's. Wie müsst ihr euch minus 35 oder 36 Grad vorstellen? Wir haben uns das mal überlegt und zwar, wir machen es mal andersrum. Ihr wisst, wie kalt sich 0 Grad anfühlen. 0 Grad sind schon wirklich kalt, ne? Da zieht man eine dicke Jacke an. Und jetzt stellt euch vor den Gegensatz zu plus 35 Grad, weil das kennt ihr auch. Plus 35 Grad sind richtig heiß. Na, also da verziehen wir uns gerne rein ins kühle Haus und dieses Extrem zwischen richtig kalt, also 0 Grad, und richtig heiß, 35 Grad plus, drehen wir jetzt um in die Kälte. Also das ist vielleicht so was man sich vorstellen kann, wie richtig verdammt kalt das hier gerade ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Sauna... Wir hatten gestern Sauna, wir haben da drin so 70 Grad, draußen haben wir minus 35, das sind einfach 105 Grad Unterschied zwischen in diese kleinen Holzfass und draußen. Also man ist wirklich lange drin und setzt sich dann vielleicht 3 Minuten raus und danach ist einfach so arschkalt, dass du sofort wieder reingehst. Oder auch Auto, Haus, ne? Auto. Wir hatten so 22 Grad hochgeheizt. Draußen minus 35. Es sind schon wieder über 50 Grad Temperaturunterschied. Das ist einfach extrem, diese Unterschiede. Und diese minus 35 Grad, die versuchen wir euch jetzt hier noch so ein bisschen zu zeigen. Aber als allererstes kriegt ihr sie zu hören. Ja, so hören sich minus 35 Grad an und jetzt nach über 2 Monaten hier in Schweden können wir anhand des Geräuschs, wie der Schnee klingt, in etwa sagen, wie kalt es ist. Und so hat er wirklich die letzten Wochen noch nie geklungen. Es ist unfassbar kalt und ich spüre es auch schon in den Händen. Wir sind jetzt noch nicht lange draußen und es ist wirklich schon zapfig kalt. Wir schauen jetzt aber, wie es Maya geht, denn das ist auch nochmal so ein Thema. Wir sind hier mit unserem Camper hier hochgefahren, einem ganz herkömmlichen VW Crafter und wohnen hier, aber nicht im Crafter, weil wir sind für 3 Monate in Schwedisch-Lappland und das wäre uns einfach zu lang, zu wenig Platz bei zu kalten Außentemperaturen, weshalb wir uns ein Haus gemietet haben. Aber der Crafter, der steht vor der Tür und wir wollen nicht, dass das ganze Holz und alles zusammen solcher extremer Kälte ausgesetzt ist. Deshalb läuft unsere Dieselstandheizung hier draußen komplett durch. Wenn ich also rauskomme, dann ist für mich immer so das erste Hören, geht das Gebläse noch und höre ich die Pumpe von der Dieselstandheizung. Das haben wir jetzt im Moment. Da können wir gleich mal hingehen und das anhören. Das ist ein wunderbares, das ist Musik in meinen Ohren. Wir haben eine 2 kW Dieselstandheizung von Autotherm drin. Und die große Frage ist ja, packt die das noch bei den Temperaturen? Nein, packt sie nicht mehr. Die geht auf voller Leistung, die verbraucht uns also 5 Liter Diesel im Tag und sie schafft es nicht mehr, die Temperatur zu erhalten. Also wir haben die nur auf so 5, 6 Grad eingestellt, aber die hat es nicht mehr gepackt. Das geht bis so minus 20, hält sie die Temperatur. Die kann nicht mehr mit voller Leistung, sie kann es nicht mehr wärmer machen, aber sie hält sie. Das heißt, jetzt aktuell ist auch noch ein Heizlüfter an auf Stufe 2, der macht dann 1700 kW. Also der hat schon auch ein bisschen Leistung und zusammen erhalten sie uns die 6 Grad im Fahrzeug. Allerdings fahren wir momentan nicht weg, weil wir haben es jetzt gestern und heute versucht und die Batterie die packt das auch nicht mehr. Also jetzt müssen wir hier wirklich überbrücken und dann länger laufen lassen, aber einfach so kriegen wir den Camper nicht mehr gestartet. Und auch mit einem Starter-Kit, das hat auch zu wenig Leistung. Wir hatten sogar noch Besuch da und die hatten noch ein stärkeres Pack dabei. Da hat es fast gereicht, aber auch nicht ganz. Das heißt, Maya steht momentan still, so heißt unser Camper. Und wir hoffen einfach, dass es die nächsten Tage ein Temperaturanstieg kommt, wo wir sie dann wieder laufen lassen können. Und dass in der Zwischenzeit nichts kaputt gegangen ist am Motor. Das ist natürlich ein unglaublich spezielles Gefühl, denn wir sitzen schlussendlich eigentlich hier jetzt fest. Man kann es nicht anders sagen, wir kommen nicht weg. Und in Schweden, wir leben wirklich extrem außerhalb, ja, da ist man dann einfach isoliert. Wir sind mega froh, sind wir gestern noch einkaufen gegangen, haben unsere Vorräte aufgefüllt, denn wir werden jetzt sicher 5 Tage hier festsitzen, bis das Wetter sich wieder ein bisschen erholt, weil wir können schlicht nicht wegfahren. Und das ist schon ein ganz, ganz spezielles Gefühl, worauf wir jetzt am Feuer dann noch kurz eingehen wollen, denn das ist auch so ein bisschen mit Angst verbunden. Noch ein kleines Experiment, und zwar wollen wir Tiefkühler mit Außentemperatur vergleichen, und dafür brauchen wir volumenstarke Unterstützung. Ihr werdet gleich sehen, was wir für einen Test machen, weil während wir danach noch ein bisschen über das Leben jetzt gerade hier im Moment in Schwedisch-Lappland sprechen, kriegt die Flüssigkeit Zeit, sich zu verändern. Wir werden Wodka frieren lassen. Hier haben wir schon drin, hier machen wir noch rein. Ein Glas stellen wir nach draußen, das andere Glas stellen wir in den Tiefkühler, weil ein Tiefkühler hat Standard -18 Grad. Das steht auch bei unserem außen dran. Und draußen sind es ja aktuell, ich muss kurz rüber schielen, noch -34 Grad. Also deutlich kälter. Und somit gucken wir mal mit einer Stoppuhr, wie lange das dauert, bis der Wodka draußen gefriert, weil im Tiefkühler wird er das wahrscheinlich nicht machen. Wir geben dem Ganzen jetzt 1 Stunde und dann gehen wir wieder schauen. Und jetzt versuchen wir was anderes aus. Wir haben bereits heißes, kochendes Wasser in die Luft geschmissen und das ist wunderbar pulverisiert. Und was ich jetzt ausprobieren will, ich habe hier kaltes Wasser, lauwarmes Wasser und im Wasserkocher kochendes Wasser. Und ich möchte jetzt schauen, ob es vielleicht bereits mit kaltem Wasser auch geht. Ich schmeiße es allerdings neben mich, weil wenn es nicht geht, dann tropft es hier gleich total. Das war kaltes Wasser, das geht nicht. Hier haben wir lauwarmes Wasser. Ist das? Ja, das ist noch ein bisschen lauwarm. Ja, ganz ein bisschen, aber nicht richtig. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie es richtig aussehen wird. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Und jetzt schauen wir, wie lange dieser Dampf hier bleibt und einfach nur als Wolke weiterzieht. Das ist ein Unterschied. Normalerweise, als wir das gemacht haben, war dieser Dampf nicht so lange da. Aber es braucht tatsächlich immer noch wirklich richtig heißes Wasser. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich glaube, das funktioniert so ab -15 Grad. Aber ihr müsst es mal ausprobieren, weil wenn es funktioniert, dann ist es echt einfach irre schön. Machen wir noch gleich nochmal. Machen wir nochmal. Gut, weil es so schön war. Oh, schnell wieder hoch. Ich sag euch auch beim Einatmen, etwas, das man fühlt, wenn es so kalt ist, aber das fühlst du auch schon bei -25 Grad. Wenn du einatmest durch die Nase, die gefriert alles Feuchte hier an den Schleimhäuten. Man hat ja immer so ein bisschen eine Schnodder, also nicht eine Schnoddernase, aber in der Nase hat es halt Feuchtigkeit und das gefriert einfach. Und das ist so unangenehm, weshalb wir wirklich immer immer hier was oben haben. Allerdings, wenn ihr hier was oben hast, dann gefrieren dir die Wimpern total schnell ein, weil man jetzt ja so ins Gesicht hochatmet. Das sieht teilweise auch ganz hübsch aus. Ein schönes Bild von Louis haben wir nach der Schneemobiltour. Da war er richtig eingefroren. Als unsere Familie hier war, haben wir wirklich viele Ausflüge gemacht. Wir waren Hundeschlitten fahren, wir waren Schneemobil fahren und das alles auch bei extremen Temperaturen. Hundeschlitten bei minus 22 Grad und das war so extrem kalt. Es war wunderschön, aber es ist alles an den Grenzen. Der Körper kommt so extrem an seine Grenzen, auch von der Psyche, auch von dem wieder warm bekommen. Man kommt eigentlich fast nicht mehr warm und es ist einfach wirklich extrem. Für euch gibt es jetzt noch mal ein paar Bilder von dieser unfassbaren Landschaft, denn die wird je kälter immer noch schöner. Also Drohne fliegen geht erstaunlich gut. Jetzt ist nur das Problem, dass mein Handy nicht mehr lädt, weil das Handy selbst zu kalt ist. Aber ihr habt es gesehen, die Drohnenaufnahmen sind eigentlich ganz okay. Das Bild auf dem Handy ist extrem verzögert, was das ganze Fliegen nicht einfach macht. Aber ich glaube, so ein paar Eindrücke habt ihr bekommen. Hier drin hat sich auch einiges verändert. Normalerweise hatten wir immer so 21 Grad mit den zwei Lüftungen. Wir haben ja eine Warmluftpumpe sowie über der Türe noch eine Heizung. Also die zwei Heizungen, die haben es immer auf wunderbare 21 Grad gebracht. Jetzt haben wir noch 17,7 Grad hier drin. Tendenz eher sinkend. Wir können die Heizungen aber nicht mehr hochdrehen, weil das haben wir mit der einen bereits gemacht. Die hat dann einen Überhitzungsfehler drauf. Und bei der anderen Heizung haben wir auch einen Fehler drauf, nämlich dass die Heizung irgendwie, ich glaube, die Abluft nicht mehr zur Aufbereitung irgendwas, von wegen die hat auch zu kalt. Von unserem Vermieter haben wir erfahren, dass die ganzen Heizungen eigentlich bis so minus 28 Grad ausgelegt sind. Da wir teilweise bis zu minus 36 hatten, sind wir da natürlich deutlich drunter und das merken wir jetzt auch hier drin. Speziell nach dem Kochen haben wir, obwohl dreifach verglast, hier unten auch einen ganz kleinen Streifen Eis. Der ist jetzt im Moment nicht da. Ich glaube hier hinten, ja, quasi nicht sichtbar, ne? Aber hier hat es halt ein bisschen Eis an der Scheibe. Also trotz dreifach Verglasung schaffen wir es nicht hundertprozentig, dass die Scheiben halt voll warm bleiben. Aber es ist ja auch klar, draußen, wie gesagt vorher, wir haben 36 Grad draußen minus, hier drin 17 plus, das sind einfach gigantische Temperaturunterschiede. Und das Einzige, was wir jetzt hier machen können, weil unser Heizlüfter, der steht ja bereits draußen im Camper und sorgt dafür, dass wir dort nicht unter Null fallen. Aber hier drin haben wir ja auch eine Feuerstelle und die heizen wir jetzt eigentlich tagsüber fast pausenlos ein und das machen wir jetzt auch gleich. Ja, und wenn man dann drin sitzt und so ein schönes Feuerchen anmachen kann, dann ist es natürlich schon wieder ein ganz anderes Gefühl, obwohl ich immer noch nicht richtig warm habe. Das geht immer im Moment. Und eben, wir haben jetzt nicht so warm, das heißt, wir packen uns auch gleich aufs Sofa unter die Decken. Es ist ja auch nur ein temporäres Ding, wenn ich den Wetterbericht anschaue. Dann auch ganz krass, soll es ja nicht einmal innerhalb von 7 Tagen von minus 36 auf plus plus 3 Grad hochgehen, was halt auch völlig verrückt ist. Mir persönlich macht es durchaus Angst, weil ich jetzt einfach weiß, wir haben noch so viel Holz, wie da draußen im Schuppen ist. Die Standheizung von Maya, die läuft noch so lang, bis der Tank so leer ist, dass der Tankentnehmer für die Heizung nicht mehr an den Diesel kommt. Wegfahren können wir im Moment nicht, das heißt, wir rein rechnerisch müsste es reichen bis Montag, dass die Dieselstandheizung durchläuft, aber wenn wir einen Stromausfall haben, dann funktionieren die Heizungen nicht mehr und dann haben wir ganz schnell ein ganz großes Problem hier draußen. Da können wir uns noch maximal in die Sauna zurückziehen, einen kleinen Raum schaffen und dort den Ofen einheizen, aber wie gesagt, auch da ist der Brennstoff ist endlich, ne? Also wenn das Holz alle ist, dann müssen wir anfangen, hier im Wald die Bäume zu schlagen. Normalerweise ist die Rolle so ein bisschen umgekehrt bei uns. Ich bin eher so ein bisschen der Vorsichtige und der Ängstliche, aber ich finde es momentan richtig geil. Ich kann es nicht anders sagen, ich finde es mega cool, mal so einer Extremsituation ausgesetzt zu sein. Man weiß ja, es ist alles absehbar, aber von mir aus kann es gerne noch ein bisschen kälter werden, weil einfach das Gefühl zu haben, in diesem Haus zu sein und draußen ist es für mich halt wirklich so Menschen... Wie sagt man? Lebenswidrig. Lebenswidrige Umstände irgendwo durch, weil man hält es ja draußen kaum aus. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn es dann irgendwo sich wieder bei minus 15 einpendelt, weil damit kann ich umgehen, damit können unsere Klamotten umgehen, damit kann Maya umgehen, damit kann die Heizung umgehen. Wir genießen es, auch wenn es wirklich kalt ist. Das ist ein Erlebnis mehr in unserem Leben, was wir erlebt haben. Das gehört irgendwo dazu. Ich finde es cool und... Ihr könnt ja mal schreiben, wie viel Temperaturunterschied bei euch gerade ist, von unseren minus 35 ausgehend, wie viele Grad mehr ihr gerade bei euch draußen habt und ob ihr lieber tauschen möchtet, weil wir hören ja zum Beispiel, dass Deutschland sehr nass ist, ja. Genau, dass halt wirklich viel Niederschlag, viel Wasser runterkommt und davon sind wir hier oben verschont, denn selbst in Südschweden gibt es ja anscheinend richtige Verkehrschaos wegen so viel Neuschnee. Und bei uns ist es schlicht zu kalt, hier schneit es nicht mehr. Ja, mich würde noch interessieren, seid ihr eher Team Louis oder Team Steffi? Wie könnt ihr euch das vorstellen? Würde euch das reizen, jetzt hier zu sein oder vielleicht eher weniger? Für uns gibt es jetzt aber noch eine weitere Aufgabe, denn ihr wisst, wir haben noch den Wodka kalt gestellt und das gehen wir jetzt noch anschauen, was damit passiert ist. Genau, wir fangen beim Tiefkühler an, würde ich sagen. Ja. Minus 18 Grad, was glaubt ihr, ist mit dem Wodka passiert? Nichts. Einfach gar nichts. Der ist genauso klar, der ist genauso flüssig, der ist jetzt wo meine warme Hand drauf kommt. Aber ansonsten, hiermit ist einfach nichts passiert. Und jetzt steigt die Spannung, was ist mit dem Glas passiert, das draußen steht. Ja, und um das Glas da draußen zu holen, habe ich mir als erstes einen Handschuh angezogen, weil... Ich will ja nicht mit meinen Fingern an dem Glas kleben bleiben. Das andere war schon kalt, aber das da draußen. Ja, und jetzt gehen wir raus. 3, 2, 1, Kameramann, bereit? Ja, bereit. Gut. Schnell wieder zu. Wir haben Wodka gefroren. Scheiße, ist das kalt hier draußen. Wir haben einfach Wodka eingefroren. Ich will mal drin rumstochern, ob es wirklich gefroren ist. Wir gehen dafür aber wieder rein. Was für krankes Zeug, ne? Wie krank ist das bitte? Wir haben Wodka eingefroren. Das schafft nicht mal der Tiefkühler. Und hier ist es einfach, nach einer Stunde ist es einfach fest. Darf es ein Löffelchen Wodka sein? Das schmeckt bestimmt voll eklig. Boah, das ist geil. Und... Das ist halt schon Wodka, ne? Das war eine blöde Idee. Ja, in diesem Sinne, kommst du mit vor die Kamera noch zum Tschüss sagen? Nee, du kannst Tschüss sagen. Ja, in diesem Sinne, könnt ihr euch ab und an mal ein bisschen gefrorenen Wodka oder auch nicht, ist nicht zu empfehlen. Es ist eisig kalt hier oben, aber man kann sehr wohl überleben, wenn man die richtige Ausrüstung hat, sei das Kleidung, sei das Heizung und alles zusammen. Ich habe mir, glaube ich, gerade meine Zunge erfroren. Ne? Das fühlt sich gerade so an, wie wenn man zu heiße Pizza in den Mund geschoben hätte. Aber andersrum. Unangenehm. Macht das nicht nach. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier hoffentlich wieder ein bisschen wärmer ist. Grüße aus Lappland. Tschüss.